Heute verspreche ich ein wirklich kurzes Video. Absolut kurz. Der Kasten, den ich heute mal kurz anerzählen möchte, ist auch ein relativ kleiner hier. Aber auch der ist mal wieder Gold wert. Obwohl er inzwischen leider nur noch für viel Geld zu kriegen ist. Den habe ich, na, wie lange habe ich dich denn schon? Na, geschätzt 15, 20 Jahre, ich weiß es so genau nicht mehr. Ein Umschalter für analoge Audiogeräte, vornehmlich Rekorder, also Tonaufzeichnungsgeräte. Wenn am Verstärker jetzt zu wenig Eingänge vorhanden sind und auch kein, wie nennt man das, Record-Out-Selektor, zeige ich gleich nochmal schnell, dann kann ich hier zusätzliche 5 Kanäle, hauptsächlich Aufzeichnungsgeräte, anschließen. Dazu viel Schalter sind hier nicht dran. Letztendlich schalte ich hiermit ein, was auf dem Verstärker wieder ankommt. Die ursprüngliche Quelle. 1 ist hier die Kassette. 2 ist hier das Tonband. 3 ist die Minidisc. Und 4, das sind hier die Fronteingänge, da habe ich auch noch einen Equalizer angeschlossen, um den Ton ein bisschen nach eigenen Umständen, nach eigenen Bedingungen umzustellen. Die kleinen Schalter hier, damit kann ich einstellen, von wo ich aufnehme. Jeweils einzeln, am besten hier vielleicht zu sehen. Jeder Schalter hat eine Aufstellung, wo dann am Eingang des angeschlossenen Gerätes nichts ankommt. Oder ich kann jetzt hier, na, nehmen wir den mal, umschalten. Source ist das, was ursprünglich vom Verstärker kommt. Quelle 1 wäre die Kassette. Quelle 2 wäre das Tonband. Dann, wie gerade schon gesagt, die absolute Stille. Und 4, naja, wäre jetzt dann der Equalizer. Würde jetzt so nicht unbedingt einen Sinn bringen. Es sei denn, ich möchte nur den veränderten Klang auf das Gerät jetzt draufbringen. Off. Ja, zu den Preisen noch mal kurz. Heutzutage, wenn man sich da im Internet umsieht, die Dinger sind schon sehr teuer geworden. Also unter 100 Euro muss man von einem absoluten Glücksfall ausgehen. Ist so kaum noch zu bekommen. Das Gerät gibt es auch in Schwarz. Farbe war mir sowas von egal. Ich kam mir wirklich nur auf die Technik an. Technik, dazu sei auch nochmal gesagt, in dem Teil selbst drin ist nichts, was kaputt gehen kann. Da ist noch eine Platine, die die Ausgänge auf die Gin-Stecker und die Schalter hier legt. Keine elektronischen Bauteile, keine Elektrolytkondensatoren oder sonstiges, die nach Jahren ihren Geist aufgeben und unbedingt ausgetauscht werden sollten. Das Ding hat auch keinen Netzstecker. Wozu? Es ist ja auch nur ein Verteiler. Also erfüllt hier bei mir seinen Zweck absolut voll und ganz. So, kurzes Video geworden. Dankeschön. Tschüss. Ja, von wegen. Ist doch noch nicht zu Ende. Jetzt kurz die Sache mit dem Verstärker. Der Verstärker hier ist ein HiFi Receiver. Hat jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Quellen. Eingangsmöglichkeiten. Wovon 3 müssen wir es mal wieder wegsehen. Phono ist mit Phono vor Verstärker, also für einen Plattenspieler. Der Dock, na, steht schon hier drin. Sind auch keine klassischen Audioquellen. Entschuldigung. Ja, und der Tuner ist fest eingebaut. Ah, keine Musik. Das heißt, ich kann nur die restlichen 5 irgendwie benutzen. Und dann, der hat es hier noch. Hier kann ich dann auch einstellen, von welcher Quelle ich im Eigentlichen den Ton übernehmen und überspielen möchte. Diese Überspielung geht aber dann hier auch nur. Auf Tape war es hier und ich glaube, der Line hat auch noch Ausgänge. Naja, alles vor Jahren mal hier verkabelt. Und dafür ist der Akai DS 5 eine super Sache, um dann halt noch ein paar Geräte mehr damit dran zu bringen und ordentlich umzuschalten und überspielen zu können. So, und jetzt ist wirklich Schluss. Danke, bis demnächst. Tschüssi.